Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Yo, ihr habt ja ewig nichts von mir gehört, falls ihr überhaupt noch auf meinem Kanal seid. Schön, dass ihr noch da seid. Ansonsten... Naja. Ich habe dieses Spiel schon gespielt, also es ist nicht blind, aber... Naja. Fangen wir mal einfach von ganz vorne an. Los geht's. Wer es nicht weiß, das ist GLaDOS. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, weil ich momentan nur die 15-Minuten-Parts freigeschaltet habe. Ich schätze mal, dass ich mitten im Spiel irgendwann längere Parts reinstellen darf, weil das wird ja erst irgendwie nach einer bestimmten Anzahl von Videos und Klicks freigeschaltet oder so. Keine Ahnung. Penis und so. Jo, dann lasse ich mal den Typ von Apertures reinziehen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Ja, tolles Wellness-Training. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Mal sagen, ich habe die Untertitel angepasst, falls ich mal über das toll gelaberte drüber gut. Spreche, dass damit man das ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja, ich stehe. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Die, motherfucker, die, motherfucker, die! Nicht ganz klassisch. Los. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ich bin doch... Naja. Ja, gut. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte... 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Entwicklungszentrum ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Angst. Ah, technische Probleme. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Der klingt doch irgendwie einer von den drei Detektiven. Ist das? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Nee, ich bin schon... Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Weil mein Internet ist immer noch scheiße. Hör
zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Ey, sind die alle so scheiße wie du? Okay, wir sind fast da. Gott, wenn jeder sein Ding auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Na komm, fast geschafft! Nochmal! Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Da hab ich gute Laune. Es ist zwar schon relativ spät am Abend, aber mein Gott, ich freue mich, dass ich endlich wieder was machen kann. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spiel. Wow. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Was halte ich von deinem Gelaber? Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Juhu! Oh, die sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Die sehen wirklich furchtbar gut aus. Ach ja, ich glaube, wir waren einfach so. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Sie haben soeben einen Aperture Science Emanzipationsgrill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Ja, schön, dass man sowas immer hinterher erfährt, ne? Oh, sie hätten eigentlich gerade tot sein müssen. Ich merke gerade, mit Fraps leckt's hier an manchen Stellen. Das ist beunruhigend. Weil Lex kann ich hier an manchen Stellen wirklich absolut gar nicht. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ach ja. Wo ist da? Nehmen wir einen Würfel. Ich tue einfach so, als hätte ich keine Ahnung, was ich machen muss, obwohl das voll gelogen ist. Ja, ich bin auch voll schlecht in dem Spiel. Also, ich sag's mal so, ich habe das Spiel durch. Da bin ich ganz ehrlich. Allerdings heißt das in meinem Fall absolut gar nicht, dass ich es fehlerfrei mache. Gut, also, aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ich hasse dich, weißt du das? Mein Gott! Lad, lad, ladi, lad, 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 doch endlich mal. Ja. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Testkammer 02 ist, weil die dritte Folge. Na bitte, geschafft! Hä? Warte. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Oh! Wow! Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht noch wichtiger. Vielleicht noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Interessant, das Ding blitzt wie bescheuert, aber ich zieh's mal einfach mal. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Ja, ein tolles Spiel. Ich habe zwei Portale und... Also im Endeffekt zwei Portale, muss damit hier die Rätsel lösen. Für den, der es noch nicht weiß, ist es quasi ein Puzzle-Spiel.
muss tödliche Hindernisse überwinden, nur mit zwei Portalen, ohne dass ich mich irgendwie ansatzweise selber wehren könnte. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ich hasse dich so, ne? Was soll ich jetzt machen? Siehst du, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich weiterkomme. Ist das was? Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ich liebe diese Sprüche in diesem Spiel. Also ich glaube, dieses Spiel lebt nur von den Sprüchen. Ach so, wir sind jetzt schon bei 11 Minuten. Das ging schnell. Mein Gott, ey, wie viele Parts brauche ich denn dafür? Ich hoffe, ich kann bald die 25 Minuten Parts machen. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Komplizierter Test. Ja, muss mal schauen, wie weit ich noch mache, bevor ich hier nichts werde. Guck gut doch. So. Naja, wie gesagt, ich bin blöd. Kennt man ja. Ich werde übrigens in nächster Zeit auch irgendwann anfangen, da mal Black Ops zu spielen. Was einige vielleicht freuen wird, weil ich es ja nun mal leider versprochen habe. Werde ich spielen müssen. Ob ich nur will oder nicht. Also ich habe es angespielt, durch habe ich es noch nicht, aber es ist schon ein paar Mal abgestürzt. Also von daher wunderschön. Schon rennen wieder in irgendwelche schwachsinnigen Räume, wo ich gar nicht hin. Gut, cutten wir es hier gleich mal kurz. Also, jetzt gehen wir runter bis zum Ladebalken. So,